das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Unser Thema heute: nachhaltige Bildung im Unternehmen, Mythos oder machbar? Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen die Situation, dass er mal zum Chef gegangen ist und den Chef mal so ganz höflich gefragt hat: Ist es möglich in unserem Unternehmen, dass wir uns weiterbilden, dass wir uns fortbilden, vielleicht innerbetrieblich oder auch außerhalb des Betriebes? Und der Chef dann eigentlich nur ihn achselzuckend angeguckt hat und gesagt hat: Dafür fehlt uns das Geld. Diese Ausrede wollen viele nicht entgegennehmen, sondern sich überlegen, wie kann man da drum rumkommen, wie kann man ein Unternehmen, wie kann man seinen Chef davon begeistern, sich eben doch weiterbilden zu können. Und da habe ich heute im Studio 4 Gäste, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen. Und von denen wollen wir jetzt mal Tipps und Ratschläge hören, wie man es am besten schafft, dass man im Unternehmen sich weiterbilden kann. Und unsere Gäste sind zum einen Ladies first. Alexander Lendner, sie leitet die Fortbildung. Nein, Entschuldigung, jetzt bin ich völlig falsch. Anne Dreier, so ist der Name. Und sie ist Referentin Bildungsmanagement TÜV Süd Akademie. Und dann haben wir den Chef der TÜV Süd Akademie, den Geschäftsführer. Das ist Jürgen Merz. Herzlich willkommen. Und dann haben wir zwei Vertreter von Unternehmen. Zum einen von der Landeshauptstadt München, den Alexander Lendner. Er ist der Leiter der Fortbildung der Landeshauptstadt München. Und last but not least Johannes Bruhn. Und jetzt wird's international. Head of Section Skill and Performance Management Munich Re. Das ist also eigentlich die Münchner Rück, so kennt sie der alteingefleischte Münchner. Jetzt müssen Sie uns helfen. Diese Anglizismen, die haben sich natürlich in den nationalen Firmen sehr eingebürgert. Was heißt Head of Section Skill and Performance Management? Head of Section ist eine Führungskraft. Skill Management ist in dem Fall, der mich betrifft, ein großes Portfolio von firmeninternen Trainings. Und Performance Management ist der mittlerweile international gebräuchliche Begriff für das Setzen von Zielen, also das Führen durch Zielsetzung und auch die Frage, ob dann am Jahresende Ziele erreicht wurden. Davon hängt dann Bonus ab, da hängt auch Bildung dran, weil die Frage, wie die Ziele erreicht werden, auch die Frage der Kompetenz aufwerfen. Das heißt, eine Führungskraft ist gut beraten, an dem Punkt sich zu überlegen, was an Weiterbildung investiert werden soll, damit Ziele erreicht werden können. Das steckt hinter dem Begriff Skill and Performance Management. Ja, und Herr Merz, da greift der TÜV Süd ein. Oder TÜV Süd, muss man ja richtigerweise sagen. Da denkt man natürlich erstmal an technischen Überwachungsverein, was sie natürlich nicht sind. Was ist TÜV Süd Akademie? Also wir sind ein Teil von TÜV Süd und innerhalb des TÜV Süd gibt es eben die TÜV Süd Akademie und wir sind ein Anbieter, ein Bildungsanbieter. Wir bieten Fort- und Weiterbildung im betrieblichen Umfeld sowohl intern im Hause an, aber hauptsächlich extern als freier Wettbewerber im Umfeld von vielen anderen Anbietern am Markt. Mhm. Aus Fort- und Weiterbildung für jegliche Art, für jegliche Form von Anforderungen, die ein Mitarbeiter im Unternehmen hat und wo er sich auch qualifizieren muss oder wo auch jemand sagt, für diese Tätigkeit musst du die in die Form von Weiterbildung machen, haben wir Angebote. Warum kommt jetzt ein Unternehmen zu Ihnen? Haben die Unternehmen nicht im Haus selber Leute, die Weiterbildung machen können? Das ist ein Grundthema, das ist wie auch im eigenen Hause. Die Mitarbeiter entscheiden oftmals selbst, was sie machen möchten und wo sie hingehen. Das ist aber genau etwas, was wir auch wieder immer wieder thematisieren, weil das führt oftmals auch zu einer etwas ungesteuerten Form von Aus-, Fort- und Weiterbildung. Aber wenn jemand sich für uns entscheidet, dann hat es oftmals natürlich etwas damit zu tun, was er mit dem TÜV Süd verbindet, nämlich Qualität, Seriosität, Nachhaltigkeit. Das hat was damit zu tun, wie gut Empfehlungen er schon über uns gehört hat. Das hat was damit zu tun, was für ihn entscheidend ist, wie zum Beispiel Wissensvermittlung auf einem hohen Niveau. All das vermitteln wir, all das, für das stehen wir. Die Stadt München, wie bilden Sie Ihre Leute weiter? Wann macht es Sinn, eine externe Firma zu beauftragen? Wann machen Sie es selber?
Als Großunternehmen mit mehr als 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir selbstverständlich wie alle anderen großen Unternehmen auch eine eigene interne Bildungsabteilung, die einen Großteil dessen abdeckt, was bei uns am Bildungsbedarf entsteht. Bei rund, ich glaube, 600 unterschiedlichen Berufen, die wir bei der Stadt München haben, ist es natürlich klar, dass wir nicht jedes Feld bedienen können. Und so suchen wir uns insbesondere im Bereich der fachlichen Fortbildung oder für Bereiche, wo wir selber nur einen geringen Bildungsbedarf haben, immer wieder externe Partner, wie zum Beispiel TÜV Süd oder andere externe Anbieter am Bildungsmarkt. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, Frau Dreyer, wenn die Stadt München auf Sie zugeht und sagt, wir haben hier Bedarf für Weiterbildung, wie verständigt man sich dann untereinander, wo eingegriffen wird? Ja, sehr häufig ist es so, dass Unternehmen mit sehr klaren Vorstellungen zu uns kommen. Sie kommen zum Beispiel und sagen, ich brauche drei Ausbildungen für Qualitätsmanagementbeauftragte. Und wenn es richtig läuft, muss es eigentlich so sein, dass man als Weiterbildungsanbieter erstmal sagt, vielen Dank, dass Sie zu uns kommen, aber jetzt schauen wir erstmal, was genau dahinter steckt. Weil häufig erklären sich Unternehmen Problemstellungen damit, dass irgendeine Weiterbildung fehlt. Aber wenn man dann mal nachfragt, warum eigentlich, in welcher Abteilung sind die, was läuft da nicht gut, dann merkt man, dass teilweise ganz andere Dinge dahinter stecken, als das, was die Unternehmen sich erstmal so gedacht haben. Zum Beispiel hatten wir jetzt vor kurzem einen Fall, die wollten eben Qualitätsmanagementbeauftragte, weil sie dachten, die Qualität ihrer Produkte ist schlecht, weil die Leute nichts von Qualität verstehen. Aber eigentlich lag es daran, dass das Team so schlecht funktioniert hat und sie nicht miteinander harmoniert haben. Und deswegen war am Ende die Qualität schlecht. Also wenn man gut nachfragt, kann man dann teilweise noch viel tiefer und zielgerichteter das Ganze auch anbieten. Bei Weiterbildung, da denkt man natürlich immer erstmal an Verschultes, Trockenes, also an all diese Begriffe, die man eigentlich mit etwas Negativem verbindet in vielen Fällen. Wie machen Sie den Leuten Mut, dass es, wenn es in Ihren Weiterbildungskursen, dass es da eben anders ist? Also ich denke, jemand, der sich mit diesem Bereich Weiterbildung beschäftigt, der hat nicht mehr diese trockenen Bilder im Hinterkopf, weil das eigentlich schon lange in der Praxis seit vielen Jahren nicht mehr so ist. Es wird sehr, sehr stark praxisrelevant gearbeitet. Es gibt kaum noch einen Kurs, der ohne Fallstudien oder irgendwie was Händisches, was die Leute machen müssen. Bei unserem Qualitätsmanagement muss man zum Beispiel in der Gruppe ein Haus bauen aus Legostein, was erstmal irgendwie nichts damit zu tun hat. Aber daran kann man eben diese Qualitätsprinzipien wunderbar proben. Und auch Referenten für Weiterbildung haben die Aufgabe, sich fortzubilden und zu lernen. Das heißt, das Bild, was Sie angesprochen haben, würde jetzt eher einen Typ von Referent darstellen, der selbst vergessen hat zu lernen. Und im Sinne der Aktualität und von modernen Lernmethoden her gesehen, hat jeder Referent den eigenen Anspruch und im Sinne von Wettbewerb, auch Bildungsanbieter stehen unter Wettbewerb, gilt es auch natürlich auch hier ein attraktives Bildungsangebot abzugeben. Ja, darf ich da vehement widersprechen? Und zwar nicht bei allem, was Sie gesagt haben, sondern bei der Frage nach der Weiterbildung der Referenten, vor allem der professionellen Trainer, die wir auch extern, wenn man so will, anheuern. Wir sehen schon sehr deutliche Qualitätsunterschiede und ich wundere mich manchmal schon, wie wenig didaktisches Wissen Fachleute haben, die zumindest das auf der Visitenkarte schreiben. Und ich finde auch nicht, dass das Training jetzt in unserem Land und in vielen anderen, kann ich es nicht beurteilen vielleicht, aber ich würde auch damit nicht unbedingt da ein Urteil abgeben wollen, aber ich glaube nicht, dass das Training insgesamt bei uns so hervorragend organisiert ist, so hervorragend durchgeführt wird, dass wir immer davon sprechen können, das ist alles völlig sorgen- und problemfrei oder los. Das kann ich überhaupt nicht sehen. Also sagen Sie, die Trainer, die Leute weiterbilden sollen, da sind nicht alle gut genug, können diejenigen nicht gut genug motivieren oder einfangen, während sie unterrichten? Ich glaube, das ist nicht nur ein Problem von Trainern, das gilt auch teilweise für die internen Weiterbildungsverantwortlichen in den Unternehmen. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele von diesen Leuten
so über Schulung, Training denken, wie sie selbst geschult wurden. Also verschult oder in der Uni, Vorlesungen, da wird irgendwas repetiert, dann wird irgendwas wiedergekäut. Aber die wirkliche Herausforderung in der betrieblichen Weiterbildung ist, dass wir Bildungsverantwortliche und damit auch die externen Trainer, die wir verwenden, dass wir alle verstehen, welche Probleme die Mitarbeiter am Arbeitsplatz haben und dass wir ihnen helfen dabei, diese Probleme zu lösen. Dass wir also einen Mehrwert schaffen, der in der Umsetzung sich zeigt. Und da sehe ich schon ein sehr großes Problem noch. Was sind das für Persönlichkeiten, die in den Unternehmen dann eben auch bereit sind, Weiterbildungsmaßnahmen zu akzeptieren oder die einzuleiten? Denn es kann ja auch für einen, der im Unternehmen ist und eine Abteilung zu leiten hat, als Bedrohung angesehen werden, wenn er seine Mitarbeiter eben zu gut schult. Dieses Problem habe ich noch nie gesehen. Was ich gesehen habe in vielen Unternehmen, und ich war vorher in der Beratung, deswegen habe ich einiges auch an Erfahrung mitgebracht schon, ist, dass Führungskräfte Weiterbildung als Motivationsinstrument verwenden, dass sie sagen, du hast jetzt eine gute Leistung erbracht, deswegen darfst du jetzt zum Starnberger See hier und darfst 2-3 Tage in ein tolles Hotel und da gibt es tolles Essen, nette Kollegen. Also dass überhaupt der Wert der Weiterbildung überhaupt nicht erkannt wird von den Führungskräften und teilweise auch nicht von den Mitarbeitern. Auch deswegen, weil die Ergebnisse von Weiterbildung oft so mangelhaft sind. Und da gibt es aus meiner Sicht oft auch so ein Kartell zwischen Unternehmen und Trainingsverantwortlichen und Trainern. Keiner will am Ende mal wirklich nachschauen, was kommt denn jetzt raus? Was ist denn eigentlich der Wertbeitrag, den Weiterbildung leistet? Und was kommt am Arbeitsplatz an? Ja, aber ich möchte schon noch mal nachfragen. Also ich glaube, ein starker, Sie sind ja derjenige, der von den Unternehmen dann angestellt wird. Ja. Das sind mal, also vom Gefühl her würde ich sagen, es sind die starken Chefs, die sagen, wir wollen Weiterbildung. Und die Schwachen haben eben wirklich das Gefühl, dass da was entstehen könnte, was sie dann nicht mehr kontrollieren. Also so pauschal, wie Sie gesagt haben, sehe ich es sowieso nicht. Wir erleben viele, viele Unternehmen und wir haben viele Kontakte mit auch mittelständischen Unternehmen, mit Produktion und Gewerbe. Da wird sehr viel getan, da wird viel darüber nachgedacht. Da werden viele Versuche unternommen. Was wir eher sehen, und da geht es nicht um stark oder schwach oder muss ich jemand von Bildung abhalten. Es geht eher um ökonomische Fragestellungen. Kann ich es mir momentan leisten oder drückt mich der Schuh eigentlich momentan woanders? Was wir eher erleben, ist, dass es viel Geld ausgegeben wird auf der einen Seite, aber eher oder weniger nachgedacht und hingeschaut wird, wo gebe ich mein Geld aus mit und welche Effekte will ich damit erzielen. Also eher dieses zu schnell zufrieden sein, ich habe ein Weiterbildungsangebot in meiner Firma, damit kann ich einen Haken hinten dran setzen und gut ist. Unsere Fragen, die mit denen wir begegnen, also die an uns immer wieder gestellt werden, ist, wenn ich schon Geld ausgebe, und da zweifeln inzwischen kaum noch irgendjemand dran oder Firmen dran, dann möchte ich eigentlich auf Dauer auch sehen, dass es irgendetwas damit zu tun hat mit meinem Unternehmenserfolg. Und da fangen wir an, auch beratend, unterstützend tätig zu sein. Genau, zumal wenn Bildungsmanagement so abläuft, wie das sozusagen idealerweise wäre, würde das ja gar nicht an eine Führungskraft hängen und auch nicht am Mitarbeiter. Sondern dann überlegt man sich als Unternehmen, wo will ich hin, was sind meine Märkte, was sind meine Produkte in den nächsten Jahren und welche Kompetenzen brauchen meine Mitarbeiter. Das heißt, da gibt eigentlich die Unternehmensführung und die Unternehmensstrategie gibt vor, wie viel und in welchen Bereichen weitergebildet werden muss. Wobei die Führungskraft natürlich schon die entscheidende Schaltstelle ist, weil sie ja in aller Regel auch die Budgetverantwortung hat. Zurückzukommen auf die Fragestellung, welche Persönlichkeiten sind das? Ich glaube auch, es sind eher die starken Führungskräfte, die verstanden haben, dass Bildung einen Mehrwert zum Unternehmenserfolg auch beitragen kann. Unsere Aufgabe als interne Bildungsanbieter ist es ja vor allem auch, die Führungskräfte dabei zu unterstützen, festzustellen, welche Effekte können mit welcher Form von Fortbildung, mit welchen Fortbildungsthemen denn realistischerweise auch erreicht werden. Weil Fortbildung wird manchmal also als Allheilmittel
verstanden, das man bei jeglicher Krankheit einsetzen könnte. Und die Erfahrung machen wir ja auch, dass irgendein Thema bei uns landet und bei stärkerem Nachfragen auf einmal völlig andere Themen dahinter zum Vorschein kommen, die dann wirklich an der Ursache des jeweiligen Problems dann wirklich arbeiten. Ich würde das schon noch mal gerne aufgreifen, was Herr Merz gesagt hat, weil also dieses dann Umsetzen in die tägliche Arbeit, das ist ja sicherlich das, woran dann Sie auch Ihren Erfolg messen, eben dann wirklich an dem Punkt zu sein, wo man sagen kann, bevor ich TÜV Süd eingesetzt habe, war der Umsatz X und ein paar Jahre später ist er bei Y. Also das ist ja für Sie jetzt tatsächlich die Messlatte. Fragen Sie jetzt allgemein mal rein. Ich würde mir einen externen Bildungsanbieter wünschen, der solche Verantwortung übernimmt. Ja. Weil ich glaube, dass der Transfer einfach von vielen, vielen Komponenten abhängig ist. Da haben wir das Transferumfeld erst einmal, auf das der Teilnehmer oder die Teilnehmerin ja dann auch nach der Bildungsmaßnahme wieder stößt. Da haben wir sicherlich auch die eigene Person, die eigene Motivation und der Bereich, in dem Sie natürlich tätig werden können, das ist die Bildungsmaßnahme selber, diese transferförderlich praxisnah, praxisrelevant zu gestalten. Aber die Führungskräfte vor Ort sind natürlich nicht aus der Verantwortung zu entlassen, wenn es um den Transfer geht. Ich glaube, das macht es auch wirklich für uns als Weiterbildungsanbieter so schwierig, weil der ist bei uns der Mensch und lernt was, ist in der Gruppe, hat vielleicht eine gute Zeit, aber die Anwendung, das Umsetzen, das kommt dann im Unternehmen, am Arbeitsplatz und da haben wir natürlich keinen Zugriff. Wir können ihm Dinge mit an die Hand geben, Checklisten oder Transferpläne oder irgendwie Unterstützung, können mit ihm Übungen machen im Vorfeld, wo er das schon mal anwenden kann, aber ob er es wirklich anwendet, das wissen wir nicht. Und häufig ist es ja auch, dass man zum Beispiel einfach Zeit braucht, um Neues anzuwenden, um einen Prozess zu überdenken, um Dinge neu zu machen und ob er die Zeit bekommt oder nicht, das können wir natürlich überhaupt nicht beeinflussen. Woran machen Sie fest, dass bei der Munich Re das Ausbildung Erfolg hat? Also wir haben einen Prozess entwickelt, der vorsieht, dass das Problem, was Sie gerade besprochen haben, dass nach der Weiterbildungsmaßnahme dann sozusagen der Lerntransfer erfolgt im Nirvana, man weiß nicht, was da ist, dass da nochmal eine Interaktion passiert mit dem Trainer, dass es eine Reflexion gibt, was von den Inhalten ist denn jetzt wirklich auch anwendbar gewesen, was vielleicht noch nicht. Und nach dieser Maßnahme, nach dem zweiten Teil einer Bildungsmaßnahme, 8 Wochen später, verschicken wir einen Fragebogen, der ist ganz kurz, sind 3 Fragen. Und da erheben wir, wie viel von dem konntest du anwenden, was du gelernt hast? Skala 1 bis 5. Beschreib Beispiele, was an dem Design von der Maßnahme hat dazu beigetragen, dass du das anwenden konntest und was würdest du verändern, damit du mehr anwenden kannst. Also wir versuchen eine Qualitätssicherung, die weit über das hinausweist, was normalerweise im Bildungsmarkt Standard ist, nämlich dass man nach dem Seminar einen Fragebogen ausfüllt mit so einer Kompetenzillusion, jetzt habe ich alles verstanden und keine Ahnung hat, wie schwierig dann wirklich die Anwendung sein wird. Dieses man muss lebenslang lernen, dieser Spruch, der nimmt ja eigentlich immer mehr Gestalt an in unserer Gesellschaft und wird immer mehr akzeptiert. Das müsste doch eigentlich für Ihre Branche gut sein, dass man das jetzt langsam auch mal, dass das in den Unternehmen sozusagen durchsickert, dass man das versteht. Also das ist es bestimmt, aber wir haben ja nicht das Problem, dass zu wenig Geld ausgegeben wird, sondern einfach nicht zielgerichtet genug. Also wie Herr Merz vorhin schon sagte, Weiterbildung muss nachhaltig sein im Unternehmen. Es muss immer die Unternehmensperspektive berücksichtigen, aber auch natürlich den Mitarbeiter, was sind seine Bedürfnisse, was sind seine Wünsche, in welche Richtung kann und will er sich entwickeln. Und nur wenn das zusammenpasst mit einem gewissen zeitlichen Horizont, 2, 3, 4 Jahre, natürlich muss man ja schon vorausschauen, nur dann ist es wirklich auch sinnvoll. Weil sonst hat niemand was davon, wenn so viel Geld ausgegeben wird. Die Frage ist aber sehr berechtigt, weil wir kämpfen alle mit dem demografischen Wandel in Deutschland. Wir merken alle, wir haben alternde Belegschaften und es ist nicht so einfach, jemand, der 45 oder 50 ist, nochmal davon zu überzeugen, dass jetzt lebenslanges Lernen angesagt ist. Also dass er bitte von jetzt bis zur Rente sich bitte periodisch weiterbilden möge. Das ist auch verständlich, weil Menschen in diesem Alter haben in der Regel sehr viel Erfahrungswissen angesammelt, ohne dass sie formale Weiterbildung genossen haben. Die haben eine formale Weiterbildungsperiode gehabt, bis sie vielleicht 25 waren. Und ab da haben sie durch Erfahrungslernen gelernt. Und da ist betriebliche Weiterbildung, wenn wir ganz ehrlich sind, das kann Anstöße liefern, ist aber ganz sicherlich nicht der Hauptlernweg, sondern der Hauptlernweg ist
es zu tun und dabei Erfahrungslernen zu generieren und damit eben zu lernen. Vermittelt durch Kollegen oder Vorgesetzte oder andere. Und an dem Punkt stehen wir jetzt vor großen Herausforderungen, eben ältere Belegschaften auch zum Lernen zu bringen. Und das ist auch die Frage, ob dann, wenn ich das noch sagen darf, ob dann Trainings immer die richtigen Maßnahmen sind oder was müssen wir uns sonst überlegen, was solche Leute zum Lernen motiviert. Aber haben dann die 50-Jährigen seit 25 Jahren keine Weiterbildung mehr gemacht? Wir machen sehr, sehr viel Weiterbildung bei uns. Wir haben ungefähr 5 Weiterbildungstage im Durchschnitt bei uns im Unternehmen. Aber wir merken, das haben wir gerade untersuchen lassen, dass die Weiterbildungsteilnahme, und damit sind wir sozusagen in guter Gesellschaft im Bundesdurchschnitt, absolut, dass die nachlässt. Und deswegen versuchen wir gerade mal herauszufinden, was ist es denn? Also passen die Seminare nicht mehr? Glauben die nicht, dass sie dadurch was lernen können? Haben die andere Möglichkeiten zu lernen? Das ist eine Studie, die wir gerade durchführen. Ich kann Ihnen noch keine Ergebnisse nennen, aber ich kann Ihnen sagen, es wird sehr spannend werden. Und ich glaube, da werden wir uns alle noch damit auseinandersetzen. Also ich denke, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ganz, ganz andere Lernbedürfnisse als junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie Sie schon sagten, das Thema Erfahrung steht dort im Mittelpunkt. Ich glaube, wir brauchen für die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Lernsettings. Wir müssen diejenigen, die viel Erfahrung haben, die müssen wir nicht mehr belehren, sondern da reicht es, wenn wir einen Raum schaffen, in dem sie ihre Erfahrungen austauschen können. Und ich denke, da gibt es auch im betrieblichen Bereich gute Ansätze dazu. Oft wird das mit dem Thema Wissensmanagement vermischt. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, auch was die Bildungslandschaft betrifft. Bei uns, bei der Landeshauptstadt München, ist so, wir haben bei den einzelnen Alterskohorten, bei den älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gar keine so große Unterrepräsentanz. Haben Sie bei Ihrer Ausbildung, also der Weiterbildung in den Unternehmen, in denen Sie weiterbilden, das Gefühl, dass es da so einen Generationsbruch einfach auch gibt, wo man sagt, also die jungen Leute, die sind gewöhnt, immer weiter sich ausbilden zu lassen und bei den Älteren ist es halt nicht so? Man kann auch nicht mehr von Bruch sprechen heutzutage. Das Problem ist eher die klassische Unterteilung in Generationen. Das können Sie immer weniger sehen. Es gibt auch nicht den älteren Mitarbeiter. Sie wissen, im Prinzip weiß jeder, dass Altern inzwischen eine unglaublich hohe Variabilität hat. Es gibt den jungen Alten, es gibt den Senioren, den man klassisch noch viel früher im Image, im Bild hat. Ich würde auch nicht den Begriff heranziehen, man muss ein Leben lang lernen, weil das klingt eben nach, wie furchtbar, dass ich lernen muss. Im Prinzip, im Prinzip lebt, wir leben und lernen ständig. Der Unterschied ist nur, ob wir es unbewusst und automatisch tun oder ob wir es gesteuert und strukturiert und zielorientiert tun. Das eine kann beim Mitarbeiter, dass das so sein, es kann in unterschiedlichen Generationen, in unterschiedlichen Altersgruppen so sein, dass es unterschiedliche Lernbereitschaften gibt, es gibt unterschiedliche Lernfähigkeiten, es gibt unterschiedliche Lernskills, es gibt unterschiedliche Formen, wie jemand angesprochen werden kann, sodass er nachhaltig auch was behält. Das verstehen wir alles unter dem Stichwort Bildungsmanagement. Aber was wir als Auftrag sehen, ist jetzt aus der Akademie heraus, es geht gar nicht darum zu sagen, jemand lernt nicht oder kann nicht lernen oder hat aufgehört zu lernen. Es geht eher darum, im Sinne der Führung sauber zu schauen, in welcher Form muss ich Lernen so steuern, dass es für mich als Unternehmen oder als Leiter oder als Geschäftsführer eines Unternehmens auch sinnvoll zum Unternehmenserfolg beiträgt. Das ist die Aufgabe und das verstehen wir unter Bildungsmanagement. Da hat Ihre Akademie etwas sehr Lobenswertes, wie ich finde, ausgerufen, nämlich einen Bildungspreis. Und was dieser Bildungspreis bedeutet, was er beinhaltet, darüber sprechen wir, wenn wir zurückkommen. Ja, liebe Zuschauer, unser Thema ist Weiterbildung in den Unternehmen. Und da hat sich der TÜV Süd etwas sehr Interessantes überlegt, nämlich es gibt einen deutschen Bildungspreis. Und da müssen wir uns mal erklären, warum haben Sie diesen Preis überhaupt ins Leben gerufen? Ja, der Deutsche Bildungspreis hat eigentlich 2 Ziele. Es geht zunächst erstmal darum, von den Besten zu lernen. Das heißt, es ging uns darum zu schauen, wer hat Erfolge, die er zeigen kann. Und wir sagen, wenn Erfolge, dann tue Gutes und sprich darüber, weil wir haben auch ein zweites Ziel. Sagen, Vorbildrolle ist das eine, aber es tut auch denen gut, von
Leuten, von Unternehmen zu lernen, die selber noch nicht so weit sind, die noch nicht so professionell sind, die vielleicht noch nicht die strategische Zielsetzung haben, die Bedeutsamkeit noch ein bisschen unterschätzen. Also und wenn wir diese beiden Ziele verfolgen, das verkörpern wir mit dem Deutschen Bildungspreis hervorragend. Und wir waren bei der letzten Vergabe des Deutschen Bildungspreises dabei und haben da einen Beitrag gedreht, den wir uns jetzt mal anschauen wollen. Von den Besten lernen. Unter diesem Motto wurde der Bildungspreis 2014 verliehen. Er ist das einzige Instrument, mit dem Qualität von betrieblicher Bildung valide, nachhaltig und auch ganzheitlich erfasst werden kann. In 5 verschiedenen Kategorien und einem Zusatzpreis wurde die Auszeichnung im Münchner Künstlerhaus bei festlichem Ambiente vergeben. Auch Model Sarah Nuru und Schauspielerin Uschi Glas, die sich beide gemeinnützig engagieren, zeigten sich begeistert von der Vielfalt der Auszeichnung. Ich war von jedem Preis beeindruckt. Also das muss ich einfach sagen, weil ob das kleine Betriebe sind, so kleine Programme haben oder eben die großen, die eben das auch in die Hand nehmen. Also ich bin total begeistert und es müssten alle Betriebe machen. Mich hat vieles beeindruckt. Also generell mal in so einem Rahmen zu sein, wo die hochgerätigsten Firmen ausgezeichnet werden, die gerade im Bildungsmanagement, im Bereich Bildung, in den unterschiedlichen Unternehmen, ob es mittelständige Großunternehmen sind oder auch ganz kleine, das Bestmögliche versuchen herauszuholen. Ob in den Bereichen Gewerbe, Dienstleistung oder Innovation und egal, ob es kleine, mittelständische oder Großbetriebe sind, der Deutsche Bildungspreis vergleicht ähnliche Unternehmen in den passenden Kategorien. Im Fokus steht immer die Frage, wie im Betrieb Lernprozesse gesteuert werden. Schirmherr ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Der Bildungspreis ist sehr wichtig, weil er eine große Signalwirkung für die Unternehmen hat. Nicht nur natürlich für die, die ausgezeichnet werden, sondern auch als Ansporn für diejenigen, die sich darum bewerben. In der Kategorie Innovation glänzt die Kooperation der Heiligenfeld-Kliniken und der Sega-Transporte. Wir haben eben ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe, aber das gleiche Anliegen, nämlich, dass wir was für unsere Mitarbeiter tun wollten und sowas wie ein Unternehmensnetz entwickeln wollten. Wir können gerade bei den jungen Menschen auch ansetzen und sie in ganz grundlegenden sozialen Kompetenzen unterstützen, dabei ihr Leben und vor allen Dingen auch ihr Berufsleben, aber auch ihr Privatleben besser zu gestalten. Zwar sind die Münchner Betriebe dieses Mal leer ausgegangen, dennoch darf die Landeshauptstadt zufrieden mit ihrer Unternehmensstruktur sein. Ich glaube, es gibt da auch schon sehr viele Ansätze, dass man sich zusammenschließt als Unternehmen, mit den Hochschulen auch gemeinsam Projekte entwickelt. Ich komme ja selber auch von der Hochschule München und weiß, wie viele Sachen da auch angestoßen wurden mit den Unternehmen gemeinsam, ob das Unternehmertage sind, wo dann auch mal Studenten auch ins Unternehmen gehen. Neben der Preisverleihung hat es auch den ganzen Tag Workshops gegeben. Hier werden wertvolle Tipps in Sachen Talentförderung weitergegeben. Auch die Münchnerinnen Sarah Nuru und Uschi Glas lernen an diesem Abend von den Besten auf ihren Gebieten. Ich finde es ganz toll, dass Betriebe sich den Angestellten und Auszubildenden annimmt und sie vorwärts treibt, sozusagen weiter zu lernen, weil es ganz wichtig ist, dass man eben erstmal gelobt wird, aber dass man eben sich weiterentwickelt. Gerade so im Hinblick auf Zusammenarbeiten in Äthiopien ist es toll, wenn man hier in Deutschland mit Unternehmen zu tun hat, die Schritte voraus sind, die das richtig gemacht haben, wo wir in Äthiopien vieles noch abschauen können. Der Bildungspreis wird von der TÜV Südakademie und dem internationalen Forschungsunternehmen EuPD Research veranstaltet. Die nächste Bewerbungsphase ist von 1. Juni bis 31. Oktober 2014. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt mit dem Preis gemacht? Warum bemühen sich Unternehmen, an dieser Preisverleihung teilzunehmen? Ja, wir haben eigentlich genau die beiden Lager, die wir ja versuchen anzusprechen. Wir haben einmal welche, die sagen, hey, wir sind schon super und das wollen wir zeigen, wir wollen gewinnen, wir wollen diesen Preis. Die kommen dann teilweise auch im Audit und sagen, hier haben wir schon mal hingeschrieben, nächster Preisträger ist der und das Unternehmen, weil sie halt wirklich super motiviert sind. Und andere, die rufen halt dann häufig auch an in der Bewerbungsphase und sagen, ich weiß noch nicht so genau, ich traue mich nicht so ganz, ich bin unsicher, ob wir schon so gut sind, aber ich finde es interessant, ich würde mich trotzdem gerne einfach mal unverbindlich testen. Welche Innenwirkung hat das, wenn man so einen Preis gewinnt? Ja, eine sensationelle Innenwirkung. Wir haben ja mit der Intention teilgenommen und mit der Motivation, uns mit den Besten zu vergleichen. Und dass wir
gut sind, haben wir vermutet, dass wir in der Kategorie Großunternehmen Dienstleistung 2013 die Besten waren, hat uns dann doch überrascht. Und das ist natürlich in einer großen Verwaltung, insbesondere wenn eine Verwaltung auch noch in einer Kategorie gewinnt, wo sie sich gegenüber DAX-Unternehmen behauptet, dann hat das natürlich große Bedeutung für diese Verwaltung. Nehme ich gerne auf, so ein großes DAX-Unternehmen wie das Ihre. Welche Bedeutung hat da so ein deutscher Bildungspreis? Ich weiß jetzt nicht, wir sind ja international tätig, ob die Kollegen in der internationalen Organisation ganz großen Wert darauf legen, dass wir jetzt einen deutschen Bildungspreis gewonnen haben. Aber in der deutschen... Hört sich gut an. Es hört sich zumindest nicht schlecht an, das kann man sagen. Aber ich sage mal, in der deutschen Gemeinde oder in dem deutschen Unternehmensteil spielt es eine große Rolle. Wir sind ja als Exzellenzunternehmen ausgezeichnet worden. Und es ist natürlich auch für einen Personalbereich wie den unseren schon auch ein Ausweis seiner Arbeit gegenüber allen anderen Unternehmensteilen, der sozusagen für sich spricht. Mhm. Das hat eine große Innenwirkung, sehe ich auch wie Sie. Und das hat seine Wirkung auch nicht verfehlt bei uns. Falls jetzt der eine oder andere an sein eigenes Unternehmen denkt, der uns heute Abend zuschaut, wie geht man am besten vor, wenn man denkt, man sollte sich da auch beteiligen? Ja, am einfachsten ist, auf unsere Homepage zu gehen und sich anzumelden. Das ist sozusagen das Naheliegendste. Also der Bewerbungsprozess ist relativ umfangreich vom Fragebogen her, weil wir brauchen natürlich eine gewisse Basis an Daten, an Informationen über das Unternehmen, um wirklich auch eine saubere Auswahl treffen zu können. Das macht unser Expertenbeirat. Aber der erste Schritt ist eigentlich für ein Unternehmen, nur einen Fragebogen auszufüllen. In diesem Jahr ist der auch in zwei Etappen. Ein Unternehmen startet mit Basisfragen, dass man erstmal ein bisschen warm werden kann, und dann kommen die Vertiefungsfragen. Wenn es gut läuft und man wird Finalist, wird man auditiert. Aber man fragt sich natürlich jetzt, was sind die Kriterien? Also nach welchen Kriterien wird da ausgewählt und wer entscheidet dann, ob man Erster, Zweiter oder Dritter wird? Also der Fragebogen, der basiert auf einem Qualitätsmodell für betriebliche Bildung, was wir selber in Zusammenarbeit mit 7 Professoren und 20 HR-Experten entwickelt haben. Also wir haben uns da wirklich versucht, so wissenschaftlich und systematisch wie möglich diesem ganzen Thema zu nähern. Nennen Sie mal eine Frage zum Beispiel. Was versteht ihr da zum Beispiel? Zum Beispiel, ob die Bildungsziele aus den Unternehmenszielen abgeleitet werden. Genau. Macht ja Sinn, ne? Ne? Macht Sinn, sage ich auch. Sage ich auch. Und dann den ganzen Auswahlprozess, den haben wir von TÜV Süd komplett aus der Hand gegeben, weil wir haben gesagt, da können wir gar nicht mitmischen, das ist unsere Initiative, da kann ich nicht selber aussuchen, wer gewinnt, sondern das macht der Expertenbeirat. Das sind 10 Damen und Herren, die sich dann die Bewerbungsunterlagen anschauen und dann auch entscheiden, wer wird auditiert und wer gewinnt am Ende. War es für Sie wichtig zu sehen, wer da die Jury ist und wer da mitentscheidet? Ich weiß gar nicht, wer die Jury war, wenn ich ganz ehrlich bin. Für uns war wichtig, dass in dem Auditierungsprozess, den Sie genannt haben, dass ich gemerkt habe, dass da Experten am Werk sind. Ich hatte auch den Eindruck, dass wir sehr fair sozusagen beurteilt wurden und dass man schon großes Fachwissen hatte in der Beurteilung selbst. Und da kann ich den Prozess wirklich nur ein sehr gutes Zeugnis ausstellen. Mhm. Kann man eigentlich mehrfach mitmachen als Unternehmen? Oder sagen Sie, wenn die einmal gewonnen haben, dann reicht uns das? Sie können sich auch wieder bewerben, weil im Prinzip ist es ja kein Status, den man einmal erreicht und für immer behält. Letztendlich ist Lernen ein dynamischer Prozess. Letztendlich ist eine Unternehmensentwicklung ein dynamischer Prozess. Und es ist gerade umgedreht. Die Firmen, die gespürt haben, dass auch ein Feedback, eine Rückmeldung, gerade in Form von Audits, ihnen sogar eine Hilfestellung geben, weil sie werden angeregt, über Dinge nachzudenken, wo sie bislang vielleicht noch gar nicht so hingeschaut haben. Im Prinzip unterstützen wir eher diesen Prozess, sogar noch mehr erreichen zu wollen. Und solche Firmen kommen gerade deswegen wieder und sagen, wir wollen zeigen, dass wir sogar noch mehr geschafft haben und noch mehr optimiert haben. Also wir hatten auch eine ganze Reihe Wiederbewerber von DBP 2013 zu 2014. Natürlich die so oft Platz 2, Platz 3 waren, die es gerade nicht geschafft hatten, den Preis zu gewinnen, die hatten natürlich dann nochmal den großen Ehrgeiz, nochmal mitzumachen. Aber auch natürlich diese großen Benchmarks, die wir rausschicken, wo jeder sieht, wo stehe ich, wie viel Prozent habe ich in den einzelnen Bereichen, die erleichtern natürlich dann auch den Vergleich zwischen den Jahren. Und wenn eine Personalabteilung sehr stark an sich gearbeitet hat, von einem Jahr zum anderen, dann wollen sie das auch sehen. Dann wollen sie, dass wir ihnen quasi attestieren, ja, ihr seid besser geworden.
Welche Rechte habe ich eigentlich als als Angestellter, als Mitarbeiter der Stadt München, mich ausbilden zu lassen? Ich meine, da gibt es ja auch Rechte, die man hat als Mitarbeiter. Ja, formal gibt es sicherlich keinen Anspruch auf Weiterbildung. Der ist weder aus dem Tarifrecht noch aus dem Dienstrecht abzuleiten. Da ist Bayern eigen, gell? Das gibt andere Bundesländer. Es gibt andere Bundesländer, die haben mit den Bildungsurlaubsgesetze, wo man einen gewissen Anspruch dann hat, in einem gewissen Umfang Bildung in Anspruch zu nehmen. Inwieweit es in anderen Bundesländern für die betriebliche Bildungsarbeit gilt, weiß ich nicht. Aber unabhängig davon, ob man ein Recht oder ein Anspruch auf Fortbildung hat, bei uns haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verpflichtung, sich fortzubilden. Und wir als großer Arbeitgeber geben ihnen auch viele, viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Was heißt Verpflichtung? Wie prüfen Sie denn das nach? Oder? Ja, wir haben zum Beispiel, fokussieren wir uns sehr stark auf diejenigen bei uns, die erstmals Führungsfunktionen übernehmen. Weil diejenigen haben für uns starke Bedeutung in der betrieblichen Bildungsarbeit. Und dort sprechen wir eine Verpflichtung aus, an einem circa 17-tägigen Programm teilzunehmen. Das sind ungefähr 120 Personen pro Jahr, deren Teilnahme wir auch überprüfen. Stellen Sie fest, dass das im Grunde genommen eigentlich immer Führungspersönlichkeiten sind, die Sie weiterbilden, oder geht es auch in die Breite von Unternehmen? Also wir selber in der TÜV Süd Akademie schulen eigentlich den Großteil an Personen, die keine Führungskräfte sind. Wir sind ja sehr stark auch technisch und gewerblich ausgerichtet, und das sind traditionell eher nicht die Führungskräfte. Im Bildungspreis ist es so, dass wir tatsächlich auch viele Bewerber haben, die ein tolles System haben. Wenn man dann dahinter schaut, ist es nur auf Führungskräfte ausgerichtet. Und das ist für unseren Expertenbeirat auch ein Kriterium, ein sehr wichtiges, ob denn auch die normalen Mitarbeiter, sage ich mal, einbezogen werden. Und wir hatten in den letzten Jahren auch zum Beispiel einen großen Gewinner, nämlich ThyssenKrupp Steel Europe, so rum, die das in ganz vorbildlicher Art und Weise machen, die wirklich bis zum letzten Mitarbeiter, der am Hochofen steht, die Leute immer wieder ausbilden. Das sind natürlich andere Themen, als eine Führungskraft hat. Aber wer verstanden hat, dass der einfache Mitarbeiter eigentlich auch natürlich derjenige ist, der die Wertschöpfung macht, der hat das Thema Bildungsmanagement wirklich durchdrungen. Bei Munich Re sind es ja viele Zehntausende von Mitarbeitern. Können Sie das wirklich so machen, dass Sie durch alle Entscheidungsebenen durchgehen und alle eben fortbilden? Wir haben eine sehr, sehr große Bildungsorganisation verglichen, oder wenn man es in Beziehung setzt mit den Standorten und den Standortgrößen. Und bei uns, wir haben gar keine Veranlassung, jemanden zu verpflichten. Denn Rückversicherung ist ein ganz komplexes Wissen, das wir auch, was die technischen Trainings angeht, die Fachtrainings, nur im Haus selbst anbieten können. Wir könnten gar nicht auf eine TÜV-Akademie zugreifen, um Rückversicherung zu vermitteln, weil das ist so komplex, das kann man nur im Haus selber machen. Das heißt, wir haben auch sehr viele Mitarbeiter, die sich als Trainer betätigen und haben ein riesiges Portfolio an Fachwissenstraining. Natürlich haben wir auch Führungskräftetraining, sind genauso wichtig. Und wir haben natürlich auch andere Trainingsmethoden, Soft Skills, diese Dinge. Aber ganz ehrlich, wir haben überhaupt kein Absatzproblem bei uns und wir müssen auch keinen Mitarbeiter dahin tragen, die kommen von alleine. Also das Thema Pflicht ist auch wirklich ein ganz sensibles, das haben wir in allen Audits immer wieder gemerkt. Wir fragen dann immer mal nach, Mensch, Ihre Nachwuchsprogramme, Ihre Führungsprogramme, sind die denn verpflichtend oder nicht? Und dann kommt man ganz schnell in ganz harte Diskussionen, wo immer zwei Seiten sich gegenüberstehen. Die einen sagen, ja, wir müssen es verpflichtend machen, damit wir wissen, dass alle das gleiche Level haben. Andere sagen, nee, wenn ich irgendwas verpflichtend mache, dann lernt der sowieso schon aus Protest nicht. Also da stehen sich wirklich zwei Lager gegenüber. Aber was würden Sie sich denn von den Unternehmen noch wünschen, wenn Sie jetzt sozusagen mal ein Fazit ziehen würden, wie Weiterbildung in den deutschen Unternehmen geführt wird und was kann man da noch verbessern? Es steht und fällt, und es ist der Anfang, Strategie, eine Unternehmensstrategie, die auch sowas wie Bildungsinhalte und Bildungsziele mit aufzeigt. Es klingt so trivial und wird oft dennoch nicht miteinander gekoppelt. Wir haben heute mehrere Stichworte gehört, aus den Unternehmenszielen, auch Bildungsziele ableiten und so weiter. Wenn es damit anfängt und dann geht es weiter über die Führungskräfte und dann über unterschiedliche Formen von Lernzielen, dann haben wir schon ein ganz großes Paket geschnürt.
Wo sind Sie weitergekommen in den letzten Jahren? Wo haben Sie das Gefühl, dass die Unternehmen was gelernt haben und deshalb Bildung besser funktioniert? Ich glaube, das Themenfeld Bedarfsanalyse wird besser angegangen, seit wir angefangen haben, das uns anzuschauen. Große Schwerpunktfelder, wo noch viel gemacht werden muss, ist Controlling, Praxistransfer, IT-Infrastruktur. Das sind noch so unsere Sorgenkinder. Aber ich merke auf jeden Fall, in Ihren beiden Unternehmen, da wird kräftig an interner Weiterbildung gearbeitet. Das ist gut zu wissen und ich glaube, aus der Runde nehmen wir mit, dass das das A und O ist, um ein Unternehmen überhaupt zum Erfolg weiterzuführen und dass es wettbewerbsfähig bleibt. Ich danke Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Firmen und in Ihre Tätigkeit gegeben haben. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Zuschauen. Bitte bleiben Sie dran. Programm bleibt weiter interessant. Dankeschön. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.